Diese Ladezeiten. Ich hau mich kurz hin. Powernappen. Könnte man vielleicht wirklich Sekundenschlaf? Moment, Sekundenschlaf ist nicht sehr erholsam. Powernap muss schon ein paar Minuten lang sein, ne? So 5 oder 10 oder so. Ich könnte das nicht. Ich kann das nicht. Ich kann nicht so schnell einschlafen. Und wenn ich noch so müde bin, wenn ich todmüde ins Bett falle, schlafe ich nicht so schnell ein, dass ich mir... Oder so gezielt ein zumindest, dass ich mir irgendwie einen Wecker stellen könnte auf 10 Minuten. Weil ich brauche zum Einschlafen irgendwas zwischen 15 und 45 Minuten oder sowas. Woher soll ich denn wissen, wann ich einschlafe? Ist es nicht so, als könnte ich das kontrollieren? Ich weiß, es gibt Menschen, die können das. Aber ich nicht. Ich gehöre nicht dazu. Ich bin keiner davon. Deswegen kann ich nicht powernappen. Das ist die mittlere Zuglücke. mittlere, was habe ich jetzt gesagt? Ich habe das Gefühl, alles war falsch von dem, was ich gesagt habe. Mittlere Zuglücke. Ich weiß nicht mehr. Klang in meinem Kopf sehr, sehr falsch auf jeden Fall. Und jetzt schauen wir mal, was hier so rumliegt. Ah, ha! Ein altes Seil. Oh, warte mal, Auto. Ich brauch dich. Ich brauch dich. Ich muss mich noch ein paar Mal an Auto ranhängen für das an Auto ranhängen Achievement. Und es fahren so selten Autos durch die Stadt. Die muss man nutzen, wenn sie schon mal da sind. Man darf sich nicht zu schnell nähern, sonst geht's nicht. Übrigens, die Proportion der Autos, da stimmt was nicht, oder? Entweder ist Jörg ein Riese... Das Auto ist ein bisschen klein. Da immer wieder loslassen und wieder ranhängen, zählt als erneutes Ausführen des Tricks. Oh, und aufgelöst hat es sich. Das passiert schon mal mit Autos. Wer kennt das nicht? Hallo, Wolf. Ja, geht schon. Bei dir? Bin so mittelfit, aber super munter. Wenn das Sinn macht. So, zurück zur Zugbrücke. Wo wir... Ich kann mir nicht mal merken, welche Zutat wir suchen. Was war es gleich nochmal? Ein Shrimp. Wo wir einen Shrimp suchen, ganz genau. Der hier angeblich irgendwo sein soll. Schauen wir mal, hier liegt zumindest viel in der Nähe rum, sagt uns unser FBI-Spürsinn zumindest. Ah, ich glaube, das war, ne? Ich habe ihn schon wieder weggedrückt. Ich weiß nicht, warum. Aber ich glaube, wir haben den Shrimp. Na dann, das war ja relativ leicht. Dann gehen wir zurück ins Hotel. Umgekehrt werdet ihr fit, aber nicht so munter. Ah ja. Dammit. So. Ja, jetzt ist natürlich wieder die Frage, der Koch steht gar nicht den ganzen Tag im Hotel. Aber ich glaube vormittags. Ich glaube, wir haben Glück. Nein, jetzt könnte der Hotelboy rumstehen. Ich bin mir nicht sicher. Schauen wir mal. Dank. Ach ja, es wäre mir schon lieber gewesen, wenn das Messer wirklich eine Nahkampfwaffe gewesen wäre. Den Nahkampf verstärkt, statt einfach nur ein besseres Öffnungswerkzeug. Aber scheinbar, so glauben die Leute aus dem Forum, das ich da gerade mir angeguckt habe zumindest, aber es ist nur eine Vermutung, findet man darin mit einer höheren Wahrscheinlichkeit bessere Items. Was Sinn machen würde, aber wer weiß.
Genau, jetzt steht hier. Aber könnten wir auch mal mit den beiden reden? Ob die noch eine Quest für uns haben? Tach, Monsieur. Tut mir leid, aber gerade ist es ganz schlecht. Okay. Und du? Sorry, keine Zeit. Okay. Dann warten wir bis Mittag und schauen mal, ob der Koch oben ist. Ich kann mir einfach nicht merken, wann man die verschiedenen Daves antreffen kann da oben. Schauen wir mal um 13 Uhr. Einer von den Daves steht eigentlich immer rum. Entweder Hotelier Dave, Hoteljunge Dave, Koch Dave oder Privat Dave. Einer ist eigentlich immer da. Aber wann welcher da ist, kann ich mir einfach nicht merken. Oh, es ist unten keiner von den anderen beiden Daves. Dann könnte jetzt tatsächlich Koch Dave am Start sein. Ja. Gonna be another hot one today. Hier, Maestro, die gewünschte Zutat. Perfekt. Du weißt echt, wie man einem Profikoch eine Freude bereitet. Ich hab's von Anfang an gewusst. Bring mir als nächstes das hier. Eine Zwiebel besorgen. Ich weiß, du bist mit deinen Ermittlungen beschäftigt, aber was ich für dich zaubern werde, ist ein wirklich besonderes kreolisches Gericht. Und für etwas Besonderes muss man sich eben besonders anstrengen. Darin sind wir Profis doch sicher einer Meinung. Also dann, ich verlasse mich auf dich. Da liegt ja einen betrachtlichen Enthusiasmus an den Tag, findest du nicht, Zack? Und ein Mitspracherecht scheine ich auch nicht zu haben. Wahrscheinlich ist er angefressen, weil ich Alexes Spezialität probiert habe. Ich hoffe nur inständig, dass dieser Auftrag nicht letztendlich in einem neuen Fall für uns ausartet. So. Zwiebel. Ich schau jetzt einfach nach, wo wir die Zwiebel finden. Wie gesagt, das kann sonst ewig dauern. Und im Stream ist das doof. Onion. In der Nähe des Old's Nest. Okay. Auf zum Old's Nest. Oh Gott, ich werde echt müde. Ich bin halt doch schon seit 3 Uhr morgens wach. Im Grunde habe ich nicht wirklich geschlafen. Das ist ja das Problem. Ich habe die Nacht halt irgendwie, wenn es gut läuft, eine Stunde geschlafen. Ich bin stolz auf mich, dass ich so lange durchgehalten habe bis jetzt. Aber jetzt gerade erschlägt mich die Müdigkeit. Bin halt auch nicht mehr der Jüngste. So mit Ende 20 geht's los. Da kommen die ersten Erscheinungen des Alters, mit denen man nicht gerechnet hätte. Und jetzt mit Mitte 30 merke ich, dass ich halt keine 20 mehr bin. Und bald kommen noch wahrscheinlich diese kleinen Wehwehchen und Gebrechlichkeiten dazu. Also bald, aber in so 10, 20 Jahren. Zum Glück ist das ein schleichender Prozess und es geht nicht von heute auf morgen. Man hat genug Zeit, sich darauf einzustellen in der Regel. Wo wollte ich hin? Ach ja, guck, mein Gedächtnis macht's auch nicht mehr. Owl's Nest, das ist irgendwo da drüben. Nein, da war ich jetzt falsch. Muss mich kurz orientieren. Ja.
Ah, guck, das ist auch so ein schönes Detail. Ne, da wir es jetzt schon durchgespielt haben, ist es ja kein Spoiler und so. Aber das hier ist nämlich das Auto von, wie heißt sie gleich nochmal? Professor R. Und die parkt tagsüber immer hier. Die parkt ihr Auto immer hier. Die geht morgens aus dem Haus und fährt mit dem Auto hier hin und verschwindet dann hier hinter diesem Zaun. Und viel später in der Story stellen wir ja fest, dass da hinten ihr geheimes Labor ist. Aber das Spiel, also die Charaktere in dem Spiel haben quasi wirklich einen Tagesablauf, der perfekt zur Story und zur Handlung und zu ihrer Figur passt. Und man kann sich da wirklich schon viel im Vorfeld ableiten, wenn man da ein bisschen aufpasst und sich anguckt, wo die Leute wann sind. Weil auch jeder ein sehr wiedererkennbares Auto hat, kann man auch eben aufgrund der Autos, wo sie parken, sehr schöne Rückschlüsse ziehen. Aber in dem Teil haben die Autos überhaupt keine Nummernschilder. Weil im ersten Teil haben ja die Nummernschilder auch teilweise viel über die Charaktere verraten. George hatte das Nummernschild IMK, was man auf viele Arten interpretieren kann. Und jede davon ist die richtige. I am King. I am Killer. Wahrscheinlich musst du nur mehr schlafen, dann fühlst du dich besser. Ach nee, ja, eigentlich schlafe ich im Großen und Ganzen meistens schon irgendwie genug, glaube ich. So, denke ich. Hey, Zwiebel. Cool. Zumindest am Wochenende. Angeblich sollte hier noch was... Ah, hier. Nehmen wir nämlich schon noch mit. Den gewöhnlichen Stoff. Na gut, die Zwiebel haben wir. Dann nehmen wir schnell einen Wyvern zum Hotel. Wenn wir Glück haben, steht der Koch noch oben und ich muss nicht nochmal einen ganzen Tag schlafen. Hier ist das Auto von Xavier. Aber wo ist Xavier? Der spielt doch hier eigentlich sogar wirklich immer Saxophon. Naja. In Deadly Premonition 1 konnte man wirklich interessante Sachen beobachten. Wie zum Beispiel George und Thomas im Swery 51. Moment, das hieß nicht Swery 51, das hieß Swery 69, glaube ich, oder? Naja, im Swery halt, in dem Laden, in dem Lokal, gemeinsam öfter im Hinterzimmer verschwinden. Und später findet man ja raus, dass das Hinterzimmer so ein kleines Sadomaso-Studio ist. George verschwindet da auch mit anderen Leuten, auch mit der Museumsbesitzerin und sowas, nicht nur mit Thomas. Aber ja. Ach Quatsch, was mache ich denn? Hier ist deine blöde Zwiebel. Was halten Sie hier von Maestro? Die gewünschte Zutat. Hervorragend. Ihr vom FBI seid echt Multitalente. Jetzt fehlt nur noch eine Zutat. Sellerie. Wenn du mir das bringst, zauber ich dir mein Spezialgericht. Dann wirst du auch sehen, wer der bessere Koch ist. Und garantiere nie wieder einen Fuß in Alexis, garantiert nie wieder einen Fuß in Alexis Massenverpflegung setzen.
Ein Profi wie du weiß die Arbeit eines Profis wie mir zu schätzen. Da bin ich absolut sicher. Yeah! Was ist das beste Restaurant in La Querrie? Das Le Ananas. Das Le Ananas? Haben die wirklich Casa Pineapple in Le Ananas übersetzt im Deutschen? Warum sollte man sowas tun? Aber okay. Und was ist die Königsklasse der Kochkunst? Die kreolische Küche. Hoch lebe die kreolische Küche. Hey, ich muss mir jetzt echt mal Rezepte von der kreolischen Küche und der anderen Küche, in der Alexis kocht, raussuchen. Weil ich will wissen, was das genau ist, was man damit verbindet und ob das wirklich so lecker ist. Das nimmt ja fast gefährliche Züge an, stimmt, Zack? An den Film musst du auch gerade denken. Paul Bertel, 1982. Eating Raoul. Die vorherrschende Meinung ist, dass es sich dabei um eine Komödie handelt. Ich sehe das allerdings anders. In meinen Augen war das ein über alle Maßen realistischer Dokumentarfilm. Wenn ich Maestro so mit seiner Bratpfanne sehe, komme ich nicht umhin, mir vorzustellen, wie er jemanden damit eines überbrät. Dann ergeht es dir wie dem betrunkenen Eindringling im Film. Ein Schlag mit der Pfanne und tot bist du. Ob ich diesen Auftrag wirklich abschließen soll? Was denkst du, Zack? Natürlich schließen wir den ab. Ah, Danny. Aber mit Danny haben wir alle Quests, glaube ich. Genau. Passt schon, Danny. Alles gut. In der Zukunft sind wir eigentlich Freunde oder so. Das weiß er jetzt nur noch nicht. So, Sellerie-Stange. Ich habe gerade einen Kaffee getrunken, wie ich euch gesagt habe. 100% Arabica. Und im Kaffee lag die Antwort. Ich habe ein bisschen Kaffee versehentlich auf meinem Schreibtisch verschüttet. Und die Pfütze hat fast ein perfektes Rechteck ergeben. Perfektes Rechteck Kaffeefleck auf meinem Schreibtisch. Und das kann nur eins bedeuten. Wenn die Ladezeit nicht so lang wäre, wäre der dramaturgische Effekt viel besser von der Geschichte, die ich erzähle. Perfekter, rechteckiger Kaffeefleck. Direkt vor mir. Auf meinem Schreibtisch. Keine Spritzer drumherum, nichts. Perfektes Rechteck. Und woran denkt man sofort, wenn man ein perfektes Rechteck aus Flüssigkeit sieht? Ganz genau, Zack. Einen Pool. Und wo ist der einzige Pool in in der Stadt? Ganz genau, beim Anwesen der Clarksons. Und dort wartet der Sellerie. Ach, die Ladezeiten sind so lang. Ich kann das nicht so lange rauszögern. Wartet mal ganz kurz. Ganz kurz wegschauen. Ignoriert das alles hier. Und dort wartet der Sellerie. Ich habe ihn direkt das erste Mal erwischt. Ist das cool. Ich meine, ich wusste, dass der hier irgendwo rumliegt. Hab mir da Kaffee verraten. Aber ich hätte nicht gedacht, dass ich ihn gleich aufs erste Mal aufhebe hier. Bei den ganzen X'en auf der Map. Cool, cool. So funktioniert FBI-Arbeit. Vertrau dem Kaffee. Der Macher des Spiels, Swery, hat gesagt, ich glaube, das sollten wir uns alle zu Herzen nehmen. Kaffee, Pizza, Donuts und Bier. Darauf kannst du dich verlassen. In Kaffee, Donut, Pizza und Bier liegt die Wahrheit. Vertraue dem Kaffee. Vertraue dem Donut.
Ich glaube, das sollte nicht passieren. Kommen wir wieder zurück? Was? Was? Es ist hier leider kein Speicherpunkt, weil das würde ich gern... Aber wir sind ja schon mal von der Map gefahren, also... Aber wir könnten wieder mit Warp ziehen, in den Abgrund stürzen. Nee, ist schon okay. Ich glaube, hier hat er tatsächlich... Das muss ich mal schauen, ob man das rekonstruieren kann. Ich glaube, hier hat er wirklich eine Absperrung vergessen. Hier sollte eigentlich eine unsichtbare Wand sein. Tja. So ist das eben. So, dann gehen wir jetzt zum 100. Mal ins Casa Pineapple. Ich meine natürlich ins Le Ananas. Und geben ihm den Lauch. Und dann kocht er uns was Leckeres mit Shrimps, Zwiebeln und Lauch. Das angeblich beste Gericht im Universum von einem echten Profi. Ich bin gespannt. Ich komme, Chef Koch. Oh nein, wir sind zu spät. Chef Koch ist für heute nicht mehr hier. Wie spät ist es denn? 13.38 Uhr und dann ist er nicht mehr da. Das finde ich ungewöhnlich. Ungewöhnlich. Dann warten wir halt wieder bis... Dann schlafen wir jetzt einfach mal... Irgendwie 11 Stunden. Moment, 11 Stunden? Bin ich bekloppt? 23. Dann schlafen wir halt einmal 11 und einmal 12. Das geht auch. So. Ich glaube, es stinkt ein bisschen. Aber vor allem könnten wir uns jetzt mal rasieren, weil wir jetzt bestimmt die maximale Bartlänge haben. Die nicht besonders lang ist. Aber auch dafür gibt es eben Stempel, sich den Bart maximal wachsen zu lassen, mehrfach und dann auch wieder abzurasieren. Mehrfach. Der ewige Kreislauf. Hallo, Kater Gannon. Ja. Jetzt kann ich leider keine Catcam anmachen heute. Beim nächsten Mal gibt's wieder Catcams. Knaterchen, hä? Bitte nicht das Mikrofon umschmeißen. Oh nein, sieht aus, als hättest du alle Zutaten. Ich hab's jetzt gar nicht vorgelesen, den ersten Satz. Ich weiß nicht, warum ich war abgelenkt vom Kater. Ich wusste doch, auf dich kann man sich verlassen. Warte kurz, es ist schon so gut wie fertig. Ich nenne es Garnelen Ork Kryork. Hey, jetzt heißt in dieser Stadt schon ein Garnelengericht und ein Cocktail nach mir. Nicht schlecht. Und ich meine, das Chili de FBI oder so ähnlich ist ja auch indirekt nach mir benannt. Ist schon cool. Da steckt mein ganzes Herzblut als Profikoch drin. Bravo, Maestro. Das ist es, was ich mir unter echter kreolischer Cuisine vorstelle. Besonders die Namensgebung ist ihnen gelungen. Nicht wahr? Und? Wie lautet dein Urteil? Was für ein Urteil? Na, wer der beste Koch in La Carré ist? La Carré. Ich sage einfach La Carré. Ich oder meine Schwester? Was hat dir besser geschmeckt? Die Kachun-Küche meiner Schwester? Oder meine kreolische Küche.
Oh, das muss ich jetzt entscheiden. Oh, Mist. Wenn ich ihm jetzt sage, dass mir das Jambalaya der FBI besser geschmeckt hat, ist er bestimmt beleidigt. Ich habe nichts davon in Wirklichkeit gegessen. Das ist das große Dilemma, das ich jetzt habe. Aber ehrlich gesagt, so rein vom Namen her, hätte ich jetzt eher Bock auf Jambalaya der FBI und weniger auf Garnelen au Creux. Dann nehmen wir Jambalaya der FBI. Tut mir leid, David, aber deine Schwester hat mich mehr überzeugt mit ihren Kochkünsten. Ist das dein voller Ernst? Ja, das ist mein Ernst, Maestro. Ah, dachte eigentlich, dass du etwas mehr davon verstehst. Schade drum. Aber was soll's? Du hast mir die Zutaten besorgt und ein neues Rezept habe ich dank dir jetzt auch. Wenn dir also mal wieder nach meinem Spezialgericht ist, komm vorbei. Klar wird dich so eine feine Cuisine etwas mehr kosten. Für den Geschmack stehe ich aber mit meinem Namen ein. Auch wenn's vielleicht nicht dein Geschmack ist. Oh, jetzt ist er enttäuscht. Ich hätte einfach sagen sollen, dass seins besser ist. Hast du eine Ahnung, warum er so niedergeschlagen ist, Zack? Ich weiß, ich habe Alexos Gericht den Vorzug gegeben, aber das ändert doch nichts daran, dass ich bei beiden hervorragende Südstaatenküche probieren durfte. Cool, jetzt können wir hier, jetzt rede ich nochmal mit ihm. Ich bin Profikoch. Bring mir Zutaten, egal was, und ich koche dir daraus das beste kreolische Gericht, das du je hattest, ohne mit der Wimper zu zuckern. Zuckern! Ha! Ohne die Wimpern zu zuckern. Aber das, vier Menschen in so kurzer Zeit, das muss ich erstmal verdauen. Na gut. Ich glaube, seine Quests sind erschöpft, aber jetzt essen wir nochmal eine ordentliche Portion von seinem neuen Dingy hier. $36. Na dann. Dass David mit all seinem Herzblut kreiert hat. Ich hätte einfach jedem sagen sollen, dass ihr sie jeweils besser ist. Das wäre das Beste gewesen.